Willkommen zurück zu The Testament of Sherlock Holmes, das Testament des Sherlock Holmes. Und ich versuche immer noch hier diese Beethovens Fünfte. Ich kenne diese Melodie. Sie stammt aus Beethovens Fünfter Sinfonie. Da brauchen wir jetzt die Partitur. Vielleicht finden wir damit einen Hinweis. Wo waren denn diese Notenblätter? Hier. Die Partitur mit Beethovens Fünfter Sinfonie. Ich muss mir diese... Ja, gut, dass Sherlock sein Mikroskop hier gelassen hat. Etwas fehlt. Etwas... Ja, die Noten. So. Da steht etwas, aber der Fleck verdeckt es. Er kann nicht zufällig genau an dieser Stelle sein. Ich brauche eine Flüssigkeit, um den Fleck zu entfernen. Flüssigkeit. Behälter mit Flüssigkeit. Da steht etwas. Ich brauche... Achso. Diese Flüssigkeit ist zu stark und könnte neben dem Fleck auch das Papier zersetzen. Eieiei, dann einmal mit Wasser. Gut, die Flüssigkeit ist jetzt verdünnt. Liebe Entwickler dieses Spieles, bitte macht's demnächst so, dass die Kamera, dass man nicht stecken bleibt, wenn irgendwas gesagt wird. Als nächstes muss ich das alles sauber machen. Sauber machen. Sauber machen. Holmes und sauber. Ein Bogen Löschpapier. Das sollte gehen. Analyseutensil. Ich wollte doch nur den Löschpapierbogen hiermit benutzen. Eine Zahl. 5. 9. Eine Zahl. 359. Dann wollen wir mal. Diese Handschellen sind etwa... Wie etwas fehlt. Hä? Analyse. Ja, aber ich hab doch das... Da, 3, 5, 9. Was soll da jetzt noch fehlen? Hä? Diese Handschellen sind extrem stabil. Man benötigt einen Code und einen Schlüssel, um sie... Ach, man benötigt einen Schlüssel. Ja, einen Schlüssel. Was ist das? Erde. Holmes muss hier seine Hände gewaschen haben. Also hat er vermutlich in Erde herumgewühlt. In diesem Zimmer. Aber wo? Ja, bei der Blume und hat den Schlüssel reingesteckt. Ist doch klar. Hier ist Erde. Ein Schlüssel. Ja, aber doch klar. Schon gesagt. Ja, nicht blöd, ne? So, 359. Diese Handschellen. Ja. Ausgezeichnet. Offen. Ein Zugticket in die Außenbezirke von London. Für heute Abend. Wäre Holmes auf der Flucht, würde er doch sicher weiter weg verreisen. Ha, da sind sie ja. Hab ich sie erwischt. Hey, was wollen Sie? Genug. Runter mit der Verkleidung. Welche Verkleidung? Verzeihen Sie, junger Mann. Einen Augenblick bitte, Madame. Schluss damit, ich habe Sie durchschaut. Und jetzt werden Sie mir ein paar zufriedenstellende Antworten geben. Ich weiß nicht, wer Sie sind und was Sie wollen. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich glaube, Sie irren sich, junger Mann. Sie können mich mit Ihrer lächerlich verstellten Stimme und Ihrer schmutzigen Kleidung nicht täuschen, Holmes.
Und was zur Hölle haben Sie gegessen? Merkt es? Ihr Atem würde selbst ein Pferd am anderen Ende der Straße umbringen. So, das reicht. Jetzt können Sie was erleben. Beruhigen Sie sich, Mr. Hooper. Dieser junge Mann hat Sie bestimmt nur mit jemandem verwechselt. Ganz offensichtlich kann er sich das Gesichter nicht besonders gut merken. Glaube ich. Ganz im Gegenteil, Madam. Ich habe ein äußerst gutes Gedächtnis. Ach, wirklich? Wenn das so ist, folgen Sie mir bitte, junger Mann. Ich will Ihnen etwas zeigen. Was? Aber Madam, ich bitte Sie, was machen Sie? Nur die Ruhe, Watson. Ich bin es. Holmes! Fast perfekt, Watson. Bis auf die Tatsache, dass es wieder mal am letzten Schritt gehapert hat. Aber trösten Sie sich. Dass Sie diese Adresse gefunden haben, ist bewundernswert genug. Was tun Sie hier? Abgesehen davon, dass Sie vor Scotland Yard davonlaufen. Ich verlange eine Erklärung. Sie sind nicht in der Position, um Fragen zu stellen. Ich habe Sie einmal gefunden, Holmes. Und Sie können sich sicher sein, dass ich Sie wiederfinden werde, wenn Sie sich jetzt aus dem Staub machen. Und zwar mit Baines und seinen Leuten. Ich habe absolut nicht vor, mich aus dem Staub zu machen. Wirklich? Und was hat es dann mit diesem Zugticket auf sich? Es ist für heute Abend. Sie haben meinen Koffer aufbekommen? Genug mit Ihren Lügen, Holmes. Wenn das so ist, ja, ich breche heute Abend auf. Wir brechen heute Abend auf. Ich lasse Sie nicht wieder alleine weg. Wie Sie meinen. Folgen Sie mir, wenn Sie unbedingt wollen. Aber ich warne Sie. Die Chancen stehen schlecht, dass wir beide lebend zurückkehren. Ich weiche Ihnen keine Sekunde von der Stelle und nehme das Risiko auf mich. Okay. Wo immer wir jetzt schon wieder gelandet sind. Was für eine anstrengende Reise. Ich hatte nicht einmal Zeit, meine Arzttasche zu packen. Und Sie haben stundenlang kein Wort geredet. Ich habe nachgedacht. Was ist das für ein Ort? Eine Wassermühle. Das sehe ich selbst. Aber was tun wir hier? Weit interessanter wird sein, was Sie tun werden. Auf mich können Sie mit Ihren Methoden nicht mehr zählen, Holmes. Sie sind zu weit gegangen. Shh, Watson, nicht so laut. Warum? Wohnt hier etwa jemand? Ja, drei Männer. Holen Sie Ihren Revolver aus der Tasche und sorgen Sie dafür, dass Sie unten bleiben. Ich sehe mich währenddessen oben um. Sind Sie gefährlich? Sie würden uns töten, wenn Sie könnten. Ich gehe nach oben. Kümmern Sie sich um die drei Männer und verhindern Sie, dass sie das Erdgeschoss verlassen. Holmes, warten Sie! Ich sollte doch nicht schreien. Gehen wir mal rein. Was ist das? Кто там? Was? Was ist denn das? Кто там? Der arme Kerl hat sein Augenlicht verloren. Dieser arme Mann ist stumm. Ничего, не понимаю. Ah, Sie sind taub. Dieser Mann ist schwer verletzt und die Wunde ist entzündet. Ein Tauber, ein Stummer und ein Blinder an einem Tisch? Sind Russen, die saufen. Aber warum haben die denn da... Hallo, redet ihr mal mit mir? Der arme Kerl hat... Ja, ihr versteht mich doch, wenn ihr die Times lesen könnt. Ничего. Dieser arme Mann. Ja, hier, Jungs. Wodka. Es sind nur noch ein paar Tropfen übrig.
Damit werden wir jetzt erstmal die Wunde desinfizieren. Nichivo. Ah, dieser Mann ist... Ja, dann eben nicht. Aber hier liegt die Times, Jungs. Also, ihr könnt mit mir die reden. Die Times? Das ist eine Londoner Zeitung. Hören Sie auf, mir etwas vorzumachen. Sie haben die Times gelesen. Sie verstehen mich genau. Sie haben uns also gefunden. Was will er, Aleko? Sind Sie gekommen, um Ihre schäbige Arbeit zu Ende zu bringen? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Sie wissen nicht einmal, warum Sie hier sind, nicht wahr? Sie sind nur ein Bauer. Ein gehorsamer Bauer auf einem Schachbrett, der tut, was man ihm sagt. Und Sie? Warum sind Sie hier? Um vor den Feinden der Freiheit zu fliehen. Meine Brüder und ich sind im Krieg. Gegen wen? Gegen Ordnung, Freiheitsberaubung, die Herrscherklasse und Ausbeuterei. Gegen die Peiniger, die für unser Leid verantwortlich sind. Gegen Sie und andere wie Sie. Ich will niemandem etwas Böses. Und warum richten Sie dann Ihre Waffe auf uns? Verschwinden Sie. Ich kann nicht. Ja, das meine ich. Sie sind nichts weiter als ein Bauer. Es gibt nichts mehr zu bereden. Bleiben Sie, wo Sie sind. Zum Auswählen eines Charakters öffnen Sie das Spielmenü, die drücken rechte Maus. Ah, ich muss auf Homes wechseln, okay. Aber was ist denn das für ein... Ich verstehe hier gerade immer noch nicht. Übrigens, ist das erste Mal, dass wir hier wechseln müssen. Im ganzen Spiel. Und wir haben jetzt schon... Wie viele Teile? 37 oder so. Die Lampen sind alle kaputt. Kaputt. Diese Säcke sind alt und halb leer. Nichts Interessantes. Diese Bretter knarzen, wenn man darüber geht. Interessant. Diese Bretter... Diese... Ich habe mein Messer kaputt gemacht. Oh. Ich brauche etwas. Noch mehr Säcke. Diese Säcke sind... Nichts Interessantes. Ein Lastenaufzug. Da ist die Mühle. Das ist cool, ne? Alles cool gemacht hier. Der Mahlstein scheint in einem guten Zustand zu sein. Haben sogar ein richtiges Muster drauf, wie es auf einer Mühle üblich ist. Also mit den Details haben die sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Das muss man echt mal sagen. So, was ist das? Eine stattliche Auswahl an Kleidungsstücken. Das meiste sind Uniformen. Aber ihrer Qualität nach zu urteilen, dürfte es sich um Tarnung handeln. Eine sonderbare Truhe. Die Verzierungen deuten darauf hin, dass sie aus dem Unterhaltungsgewerbe stammt. Mal sehen. Zauberstab? Handschuhe. Zubehör für... Ein Ring. Das Kostüm eines... Das perfekte Werkzeug für einen Zaubertrick. Der arme Vogel. Wer weiß, was mit seinem Biss... Was hat Mr. Ferguson denn hierher geführt? Diese Wassermühle ist nicht unbedingt der geeignetste Ort für Zaubervorstellungen. Mein lieber Freund und Kollege, ich schreibe Ihnen, dass... Mein Gastgeber, Mr. Traumaty, mit dem schon einmal vergnügt wurde, bot mir für die Zauberveranstaltung. Das meine ich schon. Ein Schlüsselbund. Okay. Für Entfesselungskünstler ein überaus nützlicher Gegenstand. Nichts Interessantes. Zubehör für Zaubervorstellungen. Vielleicht. Okay, was wir noch finden in diesem Anzug, das seht ihr beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.